Löwen in unserer 60er Alm. Auch heute zum Hackabschwer Fan Talk. Ich denke, wenn man in die Gesichter schaut, dann weiß man ungefähr, was heute los war. Trotzdem möchte ich mich bedanken, dass er mitgekommen ist und dass er vorangeht. Herzlich willkommen, Philipp Steinhardt ist da. Vielen Dank. Servus zusammen. Ich meine, dass das heute ein ganz, ganz schwerer Schlag, glaube ich, für uns alle war. Da brauchen wir jetzt nicht lange drum herumreden. Glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht groß noch das Spiel analysieren. Das Ergebnis spricht für sich am Ende. 0:3 stand auf der Anzeigetafel. Ungefähr so gut war das Spiel auch, glaube ich, von uns. Über was wir vielleicht ein bisschen reden sollten. Ich habe es im Stadion gerade am Rande mitbekommen. Ich meine, der Unmut der Fans, der ist absolut nachvollziehbar. Aber man konnte jetzt gerade am Zaun schon auch merken, dass bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen eine Sicherung durchbrennt und die ein oder andere Grenze überschritten wird. Deswegen, was macht es mit euch, was macht es mit der Mannschaft? Ich meine, wir haben gerade beim Herfahren geredet, besser wird es natürlich nicht, wenn man euch jetzt auch noch mit allem überzieht, dass das nicht gut war, das wisst ihr ja selber. Ja, ich glaube, heute hat keiner Lust, hier groß irgendwie Tamtam von mir zu hören, zum Spiel oder sonstiges generell, weil was wir die Wochen jetzt schon hier fabrizieren, ist natürlich zu wenig, das weiß jeder und deswegen brauchen wir jetzt auch nicht viel drüber reden. Das kann ich mich im Namen der Mannschaft nur dafür entschuldigen, dass es aktuell so läuft. Und ja, wir haben drüber gesprochen. Ist natürlich eine scheiß Situation, Entschuldigung, aber es ist einfach so. Und ja, es ist natürlich nicht einfach. Und wenn das drumherum auch noch dazu kommt, macht es nicht besser. Aber letztendlich sind wir dafür verantwortlich, auf dem Platz was anderes zu zeigen. Und das haben wir leider jetzt heute nicht geschafft. Und ja, ich kann nur sagen, dass wir uns Woche für Woche vornehmen, um das einfach besser zu machen und wir müssen den Bock einfach gemeinsam umstoßen. Ja. Ich habe unter der Woche mal gelesen, ihr seid aktuell selbst euer größter Gegner. Ich glaube, das hat man heute auch wieder gesehen. Ferl war jetzt spielerisch, glaube ich, keine große Offenbarung. Trotzdem schaffen wir es nicht, solche Gegner zu schlagen, weil der Kopf einfach nicht will. Oder ich meine, man kann euch, also ein Bemühen wird euch keiner absprechen, aber warum kriegen wir das nicht mehr auf den Platz? Es sind Kleinigkeiten, dass wir uns einfach, wir kriegen ein Gegentor und auch viel zu einfach und dann lassen wir uns da runterziehen und wir müssen uns einfach dagegen stemmen und wir müssen einfach in der Situation, in der wir gerade stecken, müssen wir es einfach viel mehr erzwingen. Anders, du kriegst nichts geschenkt aktuell, das ist einfach so, wie man sieht und da braucht man jetzt auch nicht viel drum reden. Ja, ich kann wie gesagt alle verstehen, die in Oldenburg waren, dann vielleicht eine Woche später noch nach Meppen fahren und jetzt heute wieder hier sind. Deswegen, also kann jeden verstehen, der total enttäuscht ist, kann aber nur an alle appellieren. Wir haben ja alle immer noch den Löwen im Herzen und es ist immer noch unsere Mannschaft. Die stecken schon Kritik weg und wissen auch, dass sie kritisiert werden. Die Frage ist nur immer, wie macht man den Ton? Der Ton macht bekanntlich immer die Musik. Was ich heute am Zaun oder auch von den Tribünen gehört habe, war in meinen Ohren nicht ganz astrein und ja, möchte ich einfach an alle appellieren. Bleibt es wenigstens fair mit der Mannschaft. Ich glaube, Kritik ist erlaubt, Philipp, aber, ja, auf jeden Fall. Aber der Ton muss stimmen. Ich glaube, recht viel mehr brauchen wir heute auch nicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob jemand Lust hat, heute mit mir anzustoßen. Ich würde es trotzdem gerne mit euch machen, weil es gute Tradition ist. Und es ist der Hackabschwer Fantalk und ich muss das auch erst sacken lassen und spielen wir es einfach runter jetzt. Auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Prost, kommst gerade heim. Danke, Philipp, dass du da warst. Gerne, danke.